Was ist das denn für eine? Hannes. Hallo, Hallöchen. Hier jemand von meinem Format zu treffen, hättest du nicht erwartet, was? Man nennt mich Hannes, den größten Hahnstar der Stadt. Oder Insel in diesem Falle. Du musst Kadi sein von Diamantina, stimmt's? Das Schlauste wäre wohl, gut aufeinander aufzupassen, solange wir hier sind. Gok, gok. Der ist mir nicht sympathisch. Er ist ja eigentlich ganz putzig, aber sympathisch ist er mir nicht unbedingt. Ja, da muss ich mal gucken. Also ich werde mir jetzt gleich erstmal noch selber ein paar Meilentickets besorgen. Wenn mir dann die Meilentickets ausgehen und ich habe immer noch keinen Bewohner gefunden mit euch hier. So. Dann würde ich ganz gerne noch was... Wie gesagt, ich gucke erstmal selber noch, Tami. Ansonsten haben wir nämlich wieder das Blöde mit dem, Einladen. Das ist nämlich echt nervig im Stream. Gucken wir mal ganz kurz den Gunnar an, den Alex gepostet hat. Der ist ganz cool, ja. Der ist definitiv cool. Oh, hier ist noch eine Flaschenpost. Öffnen. Hallo Glückspilz, mein Genie überrascht mich. Als ich neulich in meinem Tagebuch blätterte, fand ich diese Anleitung. Und nun sollst du dich ebenfalls an meiner Eingebung erfreuen. Mach etwas daraus. Dein Ideenmeister Hermann. Sieht eine Feline aus, eine Eisenholzwanduhr. Das klingt schon mal ganz cool eigentlich. Ja, also ein Garten macht schon Arbeit. Definitiv, Rebecca. So. Na, warte mal, ich wollte in den Bastelanleitungen gucken. Das ist die Magazinsammlung. Der Bonsai-Tisch ist mega cool. Oh, die Eisenholzwanduhr, die gefällt mir sehr gut. Das ist genau mein Stil. Eine blau-graue Katze, okay. Ich hasse Schluckauf. Ja, Schluckauf ist mega unangenehm. So, warte mal, dann kann ich jetzt hier mal ganz kurz am Handy. Das ist Feline, an all die es interessiert. Wird jetzt hier ein bisschen blöde angezeigt. Ist auf jeden Fall süß. Die ist auf jeden Fall niedlich. Also ich hole mir jetzt eigentlich keine Besucher, nur nach dem Preis, den sie als Echtgeld kosten. Mischka? Wie sieht der Mischka aus? Ich habe Gunnar, Jens, beziehungsweise Raymond und Bob. Sonja hat eine sehr männliche Insel. Boni ist hässlich. Ich weiß nicht, wer Boni ist. Ich kenne die ganzen Besucher, die ganzen Bewohner nicht. So. Jo, einlösen. Bei meinen Tickets brauche ich ja sowieso noch ein paar. Oh, Mischka ist auch süß. Kann man jetzt hier leider auch nicht so richtig gut erkennen, aber die könnt ihr euch ja auch anschauen, anklicken. Die ist auch niedlich, nur für diejenigen, die es jetzt eben auf YouTube nachgucken. Aber ich kann nicht direkt mehr Meilentickets kaufen, oder? Nee, geht nicht. Wir holen erstmal 3 Meilentickets. Düdüdüdüdim.
Wie gesagt, ich werde sowieso, ich brauche ja dann später noch mehr Meilentickets für weitere Bewohner. Das heißt, wenn ich jetzt hier mehr kaufe, als ich eigentlich brauche, dann ist das auch egal. Leo ist auch eine tolle Katze. Ich war ein einziges Mädchen auf meiner Insel und das ist Misuzu. Sagt mir auch gar nichts. Ach, ich werde wieder so müde. Eieiei, ich habe das im Moment extrem oft. Gut, ich schlafe auch extrem miserabel im Moment. Ja. So, Cleo. Die ist ja cool, so eine Pharaonenkatze. Es wird leider immer so doof ausgeblendet hier wegen dem Greenscreen. Aber die ist auch cool, ja. Oh, ich müsste mal meinen Zopf nach hinten legen. Das Problem ist, da, dann sieht das mit dem T-Shirt halt so. Pikachu? Dann sieht das mit dem T-Shirt so doof aus. Oh, aber es ist warm mit dem Zopf nach vorne. Hä? Roger, so. Misuzu, warte mal. Dann gucken wir doch jetzt hier mal. Dauert ja ein bisschen. Nein, nicht in meinem Besuch. Nein, stopp. Oh, es ist so zu kotzen, dass man da nicht einfach nur zurückgehen kann, dass man dann alles nochmal neu durchklicken muss. Das ist so. Oh. Das ist das Einzige, was mich in dem Spiel so mega nervt, dass man jedes Mal diese L-lang Dialoge hat, die man zwar beschleunigen kann, aber trotzdem nervt es irgendwie. So. Misuzu. Oh Gott, die ist ja süß. Die hätte ich auch gerne. Kann man auch wieder nicht richtig erkennen. Die ist ja richtig goldig. Ein kleines Hamsterchen. Hi, Aurileinchen. Die ist ja richtig süß. Hi, JHDFG13. Liegst im Liegestuhl im Garten. Sehr chillig. Misuzu, Dominik, Huschke, Jens, Jimmy, Gunnar, Ottokar, Pietro, Erik und Morpheus. Sagt mir alles überhaupt nichts. Ach, ein Teddybär ist Misuzu. So. Insel besuchen, das mache ich momentan nicht, weil dann habe ich die ganze Zeit Ladescreens. Das ist ein bisschen... Das weiß ich direkt, dass ich den nicht haben will. Und das stört dann im Stream sehr, wenn ich hier dauernd diese Ladescreens habe. Also nein, definitiv nicht. Ich sammle hier eben die Kokosnüsse ein, weil die können wir relativ gut bei uns auf der Insel verkaufen. Und dann bin ich direkt wieder weg. Und tschüss! Es ist ja auch total oberflächlich, dass man hier nach dem Aussehen wertet, aber... Ich sag ja sowieso immer, Leute, die sagen, ich gehe nur nach den inneren Werten, die lügen. Weil man geht immer erst nach dem Äußeren. Weil ich glaube nicht, dass jemand auf jemanden zugeht und sagt, oh, den finde ich aber sehr hässlich. Mal gucken, ob der freundlich ist. Oh, oh mein Gott, Dankeschön für den Raid. Dankeschön, oh mein Gott. Wie viele sind es denn jetzt? Ich glaube, es sind gerade ultra viele Leute da. Eieiei. Hallöchen. Und Reiswaffel hostet mich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Meine Güte. Yay. Charakter ist das, was einen Menschen schön macht. Trotzdem ist Aussehen nicht unwichtig. Ja, es ist auch immer so, ganz ehrlich, man guckt doch zuerst aufs Aussehen. Man kann ja einem Menschen nicht hinter den Kopf gucken. Das geht ja leider nicht. Das wäre schön, wenn das gehen würde. 19 Zuschauer sind es jetzt. Ja, krass. Alter Schwede. Das macht mich ja richtig nervös hier. So viele habe ich noch nie gehabt. Auf einmal hier auf Twitch. Danke für deinen Follow, Feli. Nein, nicht Feli. Felix. Ich bin das so gewohnt, dass oft ein X so als Anhängsel
genutzt wird beim Namen. Felix, danke für deinen Follow. Und danke für deinen Follow an Jojo. Dankeschön und herzlich willkommen. So, Meilentickets nutzen. Dankeschön, Reiswaffel26, für dein Follow. Und auch Dankeschön nochmal fürs Hosten. Dankeschön, FFM Chiara. Chiara ist auch so ein schöner Name. Ich nenne meine Charaktere oft Chiara in irgendwelchen Spielen. Dankeschön, JHDFG13. Und Felix hostet mich auch noch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist super lieb. So, Dankeschön für dein Follow, Susan the Dog. Ich gucke jetzt erstmal noch, ob ich vielleicht noch irgendwas anderes finde. Ich baller erstmal meine eigenen Meilen raus für Meilentickets und dann gucken wir mal, ob ich keine Amiibo-Karten habe. Nein, ich habe keine. Danke, Gamer-Apfel. Danke für dein Follow. Ich habe aber überlegt, ob ich mir mal Booster kaufe und dann mal ein Booster-Unpacking mache. Danke für dein Follow, Fly Karma. So. Oh, ein tanzender Oktopus. Ob ich einen bestimmten Bewohner suche. Ich bin eigentlich nur auf der Suche. Ich möchte eine hübsche Katze haben und ich möchte ein schönes Reh haben. Oh, hier gibt's Kirschen. Oder Pferde, genau. Katzen, Rehe oder Pferde oder so ein süßer Teddy. Cactus Love, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Genau, Sarah habe ich auch noch für Amiibos. Da habe ich auch schon ein paar gesehen, die auch was für mich wären. Das Nashorn sollte ich ja auch noch kriegen von Sarah, das Erdbeer-Nashorn.